Das ist eine Landwirtschaftsgegend hier hinten, man kann wandern. Aber arbeiten kann man nicht, man muss fortgehen, da gibt es keine Industrie. Es gibt nur Landwirtschaft und den Sticker jetzt gegeben, das ist hier, das war mein Vater. Und ein Wegmacher, das war der Nachbar, der war mit Garrett und Schaufel unterwegs und hat hier die Lehmstrasse immer noch wieder zusammengeklopft, mit Lehm hier die Löcher ausgeflickt und dann ist wieder ein Wagen drüber, hat es wieder ein Loch gegeben. Also es war ohne Ende. Die Bauern sind 5 Kühe gehabt, 9 Kühe, 4 Kühe. Und dann haben sie versucht, etwas zu machen. Dann hat Holz gesägt, auf einer gewöhnlichen Säge oben, die Holztour tun. Der andere hat Schlitten gemacht. Dann hat Zopf gebacken. Dann hat Salz verkaufen. Dann hat der Gattensäge gehabt. Der andere hat Werkzeug gehandelt, das ist ihre Depa gekauft. Hat es da hinten genommen, als Nordhäuschen. Hat es auf der Hobelbank getan und dort hat man es kaufen. Eine Zange 2 Franken vielleicht und hinten stand ein Epa. Dann hat er 20 Rappen verdient. Ne? Ein Schnapsbrenner, ein Gesundbetter, ein Taglöhner, ein Holzer, ein Bewirt, wo er dann geht. Das ist der Gust, der Grossvater, der hat Stiere gehabt. Mit diesen Stieren ist er dann der Vater mit diesen Holzschlitten. So. Zwei hinten drei am Hebel gehebt. Ne? Sind durch, der Schnee ist gekommen, ist wieder zu. Gewesen. Das hat einem nicht viel genützt, weil damals sind die Winter sehr hart. Ja. Der Vater hat ein Haus gekauft 1927, hat angefangen zu sticken. Das ist eine Schuhmaschine. Es ist im Grab in der Stickfachschuhe. Es war Leine. 1750 ist dann Baumwolle gekommen. Es hat ganz feinen Stoff gegeben und der ist dann bestickt worden von Hand auf diesen Rahmen. Das da hier, das war um 1800 ganz grosse Mode. Das kennen die Frauen immer, die Männer nicht so, denen muss ich es alle erklären. Mit dem Pantograph. Und das ist eigentlich der Trick an der Sache. Ich kann so fahren, durchstechen, fahren, durchstechen, einen Stich gemacht. Und das so multiplizieren. Mhm. Das ist ein Kopierautomat von 1860. Auf dieser Vorlage sind die einzelnen Schliche aufgezeichnet. Ich tue den Nadelträger zufahren, tue den hinteren Nadelträger den Wagen zuschieben. Dann sind wir jetzt in den Norden, damit sie bei mir, wenn der Klemmer ist, auf die Vorder. Jetzt kann ich das rausziehen. Das ist nicht dort das Nadel übergeben, oder? Ja. Schau jetzt da. Mhm. Ja, das ist vorbei. Ja, für dich. Und eben die Nadel sind eben in der Mitte. Sehen Sie, die Nadel sind jetzt in diesen Klemmern. Das ist doch da, eine große Arbeit. Es ist schnell gemacht. Schon? Ja. Die Maschine ist um 1830 gefunden worden im Elsass, hat aber nicht funktioniert. Und 1850 von Rittmeier in Brugge dann die Produktion gemacht. Und seither ist es immer gleich geblieben. Ja. Im Tag mache ich hier etwa 1000 Stiche. Die neue Saurenmaschine die macht in der Minute 500 Stiche. Mein Vater hat 12 Stunden geschafft. Hast du darum sauber geschafft? Hier innen ist ein Nadelbecher. Ich weiß genau, wie lange das die Fäden limitiert. Das ist die zuverlässigste Maschine, die es gibt. Die ist von Rohrschach. Und später ist es zum sauren Gang. Der Levi, das ist Rohrschach, der hat da unten 6000 gemacht und sauber weg. Dann wird er auch lange durchziehen. Aber vom Dunklen bis zum Hellsten